Wir haben heute den neuen legendären Skin für Stu und werden Stu direkt auf Power Level 11 bringen und von 0 auf 57 Trophäen pushen. Wie geil der neue Skin ist und wie wir es spielen werden, seht ihr heute. Viel Spaß. Let's go. Stu auf 0 Trophäen, wir legen los. Haben wir noch irgendwas? Oh ja, wir haben 70 Credits direkt im Brawl Pass. Leon als nächsten Brawler auch. Okay, sehr, sehr geil. Auch eine ganze Menge Quests heute wieder. Ja, dann würde ich sagen, wir schauen erstmal in den Shop rein und wir sehen... Alter, wir haben auch übel geiles... Da ist der Skin schon. Da ist der Skin. Holen wir uns erstmal das Profil eigentlich auch noch. So, der hat's geladen. Class of 2023 für die Academy Skins. So, wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, natürlich Creator Code Jonas im Shop eintragen. Vielen Dank für den Support, wenn ihr euch irgendwas kauft. Wisst ihr, was wir zuerst machen? Wir kaufen uns doch den neuen Brawl Pass. Und wir kaufen sogar mit plus 10 Stufen. Oder mit plus 5 Stufen, würde ich sagen, oder? Jo. Dann Drops an. Drops sind heute vorbei. Tut mir leid. Sehr, sehr geil. Da haben wir alles. Und haben erstmal Bling. Bling ist immer gut. Dann haben wir Powerpunkte. Nice. Noch mehr Powerpunkte. Das ist halt schon mal gut für Stu auch, weil übel smart ist eigentlich zu machen. Wir kaufen mal noch eine Stufe extra. Da kriegen wir nicht nochmal 1000 Münzen. Haben wir die Münzen überhaupt gebraucht? Ja, ja, auf jeden Fall, oh Gott. Ich hoffe, wir kriegen da irgendwie noch ein Münzenpaket oder irgendwas in den Shop. Wir schauen mal gleich nochmal rein. Mal ein paar Credits. Oh, ich befürchte, dass es ganz schön eklig teuer wird, merke ich gerade, weil... Ach, wir könnten natürlich einen Brawl Pass ein bisschen kaufen, aber es lohnt sich. Wir schauen mal in den Shop. Oh, 5000 Münzenpaket. Okay, das ist so gut. Oh mein Gott, das ist so gut. Das war eine Menge Geld heute. Oh, das ist so teuer alles, ne? Wie immer bitte nicht zu Hause nachmachen unbedingt. Aber die 5000 Münzen kriegen wir halt ultra günstig. Und auch so einen schönen Bücherwurm. Der ist etwas random, finde ich. Leider halt keine Powerpunkte sonst. Die wären noch richtig gewesen. Ey, wir haben super viele Münzen, aber die Powerpunkte werden es halt ein bisschen hops nehmen, ne? Aber mal schauen. Okay, erstmal Power Level 1. Die Power Level wurden ja verdoppelt. 10% jeweils mehr. Okay, wir schaffen nicht so viel, glaube ich. Power Level 2. 3. 4. 5. 6, wir werden nicht so weit kommen. 7 geht auch noch, 8, 9 geht auch noch. Oh, ab 10 reicht's. Okay, wie teuer wäre das? 176 für 800. Ja, kommt aufs selbe raus. Nee. Wir könnten die Stufe noch aufjammen, aber nee, bringt nichts. Dann lass wenigstens die eine Stufe noch mitnehmen, aber bringt eigentlich nicht wirklich was. Dann haben wir noch ein paar Chroma-Credits wenigstens. Oh, wir haben bald den nächsten chromatischen auch. Den kriegen wir vielleicht heute noch sogar. Junge, alle Brawler sind ganz normal und Cordelius spawnt einfach die Pilze komplett über alle Brawler drüber. Hä, wie geil auch das... Es ist Absicht? Das ist übel geil. Normalerweise müsste es doch eigentlich im Icon drin bleiben, oder? Ja, wie geil eigentlich. Ja, wobei, die anderen stehen auch raus. Okay, Power Level 11 muss natürlich sein. Ja, es tut ein bisschen weh. Ich bin mal eher gespannt, was die letzte Stufe kostet. Okay, erstmal. Und das zweite Mal jetzt. 288 nochmal. Ey, die Münzen sind auch fast leer. Oh, wir haben... Ich bin so froh, dass wir das 5000 Münzen-Angebot hatten, ne? Okay, wir starten rein mit dem ersten Gadget. Und das ist Vollgas-Zone. Dieses Gadget ist ultra geil. Damit können alle im Umkreis schneller laufen. Also schneller sich bewegen. Geil für 3 vs. 3. Und die erste Star-Power. Die Münzen sind jetzt schon... Oh, das ist so dumm. Es gibt ja auch, glaube ich, keine Münzenpakete mehr, ne? Ey, und wir haben noch ein 5000er-Paket on top gehabt. Oh je, ich hoffe, die Gems reichen aus. Wir haben noch 500. Let's go. Erste Star-Power. Damit haben wir einen 71% längeren Schub, wenn wir unsere Ulti setzen. Also können richtig weit hin und her dashen. Auch ziemlich geil, um aggressiv auch defensiv zu gehen. Okay, die allererste Runde. Direkt mal das Gadget setzen, um die Mitte zu gehen. Wir sind ja schon mal schneller. Das ist halt geil, ne? Wo ist er denn? Da. Ja gut, den überfahren wir einmal. Dann brennt dann... Gut, die wehren sich jetzt natürlich nicht so gut auf den unteren Trophäen. Nachteil finde ich bei Stu ein bisschen, dass er nicht so viel Leben hat. Aber ich meine, jeder Brawler hat seine Nachteile. Aber ihr seht schon, ne? Die Kisten gehen halt ultra schnell weg. Jetzt kommen die halt alle, ne? Dann lass mal hier so außen die Station setzen. Die fighten jetzt hier eh. Und jetzt können wir hier so ein bisschen hin und her... Oh, ich dachte, treib's. Ja, easy. Was da? Wir sind auch Power 11, fairerweise. Stimmt, Dynamike ist witzig, passt auf. Vor allem mit diesem längeren Schub hat er gar keine Chance mehr. Das ist eh geil. Ach da! Okay, jetzt mal hier. Star Power, pass auf, wie lange wir jetzt dashen. Zack. Oh, das hat nicht ganz gereicht. Ach du Kacke. Ja, komm, es war nur die eine erste Testrunde. Direkt mal 2 geholt, weil ich zu rumgedasht bin. Plus 8 Trophäen ist okay, wir haben eine Menge Quests auch nebenbei. Und den ersten Starlock haben wir auch schon mal selten. Ja, ist immer, irgendwie ist immer dumm, wenn die nur selten sind. Wir kriegen Powerpunkte, immerhin 25 wieder. Okay, dann haben wir jetzt hier erstmal das zweite Gadget. Wir müssen jetzt halt alles immer kaufen. Ich glaube, die Gems könnten raus, wir müssen eigentlich auch noch Gears kaufen. Also, mit diesem Gadget können wir durch Mauern preschen, mit unserer Ulti. Absolut geil, gerade um aufzumachen. Und die Star Power, die ist auch, finde ich... Oh Gott, wir haben jetzt schon keine Gems mehr. Ja, okay. Dann kaufen wir jetzt ausnahmsweise direkt das Größte. Oder wir müssen es das Größte mal kaufen. Auch für die zukünftigen Folgen. Nicht zu Hause nachmachen. Und natürlich danke für jeden Support. Nur durch euren Support wird das ermöglicht. Es ist echt teuer, die Formate. Aber die Push-Formate sind auch geil. So. Und damit kommen wir zur Star Power. Damit... Ja, haben wir keine Gems. Sehr gut, genau. Damit können wir immer, wenn wir dashen, 400 Leben wiederherstellen. Das ist übel geil wiederum. Okay, wir gehen mal lieber nach außen. Das Problem bei Stu ist nämlich jetzt hier... Der macht halt nicht so viel Damage, ne? Wir haben es vorhin schon gesehen. Hier kommt noch irgendwie so eine dumme Bell. So gar nicht. Das ist gar nicht mal so leicht.
Ich sag erstmal das Gadget. Hier, die Wand. Zack, weg. Und daneben. Egal, haben wir. Sehr schön. Das ist halt vor allem auch geil teilweise in Brawl, um dann irgendwie die Wände vom Tor aufzumachen natürlich. Oder auch hier. Hier die Shelly, die chillt jetzt. Und zack, ist sie weg. Und den Heal habt ihr auch schon gesehen. Hier, Heal. 400 jedes Mal. Auch geil. So, jetzt hier zack. Wieder nicht getroffen, aber den Heal hat man gesehen wenigstens. Dann baiten. Oh, ich wollte eigentlich reinbaiten. Oh je. Und wenn ich jetzt wieder sterbe. ich bin wieder Dritter. Was ist mit den Bots los, hä? Sind es Bots? Egal. Wir haben die nächsten plus 6 Trophäen, plus 7 Trophäen sogar. Und damit gehen wir in die nächste. Was ist das denn gewesen? Wollen wir mich in der letzten Runde anstrengen. Aber jetzt kommen wir sowieso zum Highlight vom Video. Und zwar kommen wir jetzt natürlich zum Stu-Skin. Da haben wir ihn. Was ist denn das für eine Reduzierung? Um irgendwie 38 Gems reduziert im Paket. Da haben wir den Skin. Der sieht absolut geil aus. Ein neuer legendärer Skin, auch mit sehr krassen Animationen. Da sehen wir ihn nochmal. Sportler as Stu. Sehr, sehr geil. Der freut sich auch. Dann haben wir hier den Emotion mal dazu, der sich auch freut. Und diesen Spray. Und dieses Icon. Ich wollte gerade sagen, da haben wir es schon. 8 Pins gratis obendrauf. Das ist es halt vor allem. Da nochmal gezeigt. Wir haben den Herzpin. Dann haben wir den Medaillenpin. Das Geile ist auch, die wurden gar nicht im Angebot direkt angezeigt. Finde ich gut. Dann haben wir diesen Stu-Skin. Und der schwitzende Stu-Skin. Pin. Dann haben wir den wütenden Stu-Pin. Den traurigen, klatschenden Stu-Pin. Und zuletzt den, ich dachte erst der Mittelfinger, aber es ist der, ich weiß nicht, was macht der schießende Stu-Pin praktisch. Und der wird es auch direkt aktiviert. So sieht der Skin aus. Ist schon krass, ne? Ist schon ein geiler Skin. Und ich würde sagen, wie immer, Fähigkeiten. Die Frage ist, welche Gears holen wir uns? Was würden denn die Pros empfehlen? Also die Fähigkeiten würde ich, wir müssen noch überlegen, was wir da eigentlich nehmen. Ich könnte natürlich auch plus ein Gear nehmen, plus 1 nehmen. Normalerweise doch eigentlich immer Damage. Oh, und ist ins Büsche heute, Robber? Oh, also Speed eigentlich Pflicht heute wegen den Büschen. Speed Damage einfach? Speed Damage vielleicht. Oder ist plus 1 Gear. Let's go. Dann holen wir uns einmal das Speed Gear und direkt Schaden wegen den Büschen. Ansonsten plus 1 Gear am besten sogar nehmen. Das sollte passen. Die wichtigste Frage, was, oder können wir gleich noch klären. Müssen wir gleich mal schauen, welches Gadget, welches Star Power. Ich lasse es erstmal so. Und wir spielen erstmal zum ersten Mal den Skin. Okay, wir gehen zum ersten Mal mit dem Skin rein. Ich traue mich jetzt mal lieber nicht in die Mitte als du. Der Skin ist halt wirklich, er ist echt krass, ne? Mit diesem Schweif hinten dran, mit den Schüssen. Und die Animation, wenn wir einen Kill machen, ist krass. Also hoffentlich kriegen wir vielleicht schon diesen. Wer denn jetzt? Da haben wir. Pass auf die Kill-Animation. Die ist halt absolut geil, ne? Also muss man wirklich sagen. Da kommt so ein riesiges Monster raus. Und ja, übel krass, muss man wirklich sagen. So, jetzt kann ich eigentlich hindashen. Den haben wir auch easy. Und die Mitte scheint noch nicht geholt worden zu sein. Da kann ich eigentlich auch probieren, es vielleicht noch einzumischen. Guck mal, jetzt hier die Jackie. Das ist auch entspannt. Zack. Zack. Wo ist sie hin? Da, okay. Mann! Jetzt campt die da. Nice, ich wollte gerade sagen. Jetzt müssen wir aufpassen. Da ist noch ein Nita. Kann schon gefährlicher werden, als man möchte. Ja, den sollte man es gut kriegen, den Bären. Und jetzt können wir eigentlich einfach hier hindashen. Da können wir uns nochmal überfahren sogar eigentlich, stimmt. Ohne mal einen Heal nutzen. Ach, das war's. Das war Showdown. Geil. Da haben wir den Skin schon mal gesehen. Auch die Kill-Animation nochmal. Und damit haben wir schon ein paar Quests sogar erledigt. Wir schauen mal kurz, was wir kriegen damit. Kriegen wir... Ja, wir kriegen immer Credits sogar direkt. Guck mal hier. Leon dauert noch. Wir wollen eher auf die Chroma-Credits schauen. Dass wir hier einkriegen heute. Aber jetzt erstmal Brawler. Okay, wir gehen zum ersten Mal rein. Power Level 11. Das wird ein krasser... Wir haben vergessen, den Timer zu starten. Machen wir nach der Runde direkt. Muss ein bisschen sehr. Ich bin extrem schlecht direkt. Hä? Hä? Was? Warum sind die Gegner so gut? Hilfe? Verstehe ich gerade überhaupt nicht, macht gar keinen Sinn. Aber ist okay. Hä, warum sind die so gut? Ein bisschen mehr dashen vor allem. Ich bin echt nicht gut mit Zoom, müsst ihr wissen. Das war ganz nice. Ich dash weg. Ah, schade. Jetzt kann man das 1-0 jetzt am besten schon mal. Wieso sind die Gegner so gut? Wir sind auf 0 Trophäen gefühlt. Nicht ganz, aber fast eigentlich. Oh, Junge. Löwe, nein. Schönes 1-0 hier aber trotzdem. So, mach hier auf und geh rein. Jawohl. Schön. Doreen. Ja, erster Win schon mal. Aber ey, was war das denn? Wieso waren die so gut? Für die Trophäenhöhe? Hä? Aber geil. Okay, lass kurz wetten. Was würde ich... Oh, erstmal kurz hier. Seltener Stardorf. Super selten. Super selten und... Okay, ich kann jetzt... Also ihr könnt die Ult steuern mit eurer Bewegungsrichtung ganz einfach. Oh, das wollte ich gar nicht! Das war krass! Das muss ins Video. Das sollte eigentlich nur ein Pass werden. Yo, der Trickshot, oha. Okay, wenn wir jetzt gewinnen, sind wir Rang 10. Oh, Junge, ein Barley direkt vor uns. Der Arme. Sehr geil. Okay. 3 Cubes sind schon mal geil. Ich meine, als Start über außen ist halt... Wir müssen halt ein bisschen defensiver einfach spielen, denke ich mir.
Sag mal was. Muss echt aufpassen. Ja, okay, alles gut. Ich hab mich besser getroffen, als ich dachte. Irgendwie, na, muss nochmal besser werden. Was nicht geht, tausche ich meine 6 Mini-Accounts durch. Ich hab 58.000, okay, cool. Ja, wird schon klappen. Es triggert halt dann nur, wenn immer Leute dann reingehen, die irgendwie bei 7er Trophäen sind. Dann vielleicht noch Power 7 Brawler teilweise haben. Ich tag das halt nicht. Ich meine, hä? Was soll das denn? 6 Cubes. Eigentlich können wir die doch relativ easy rausnehmen, oder? Zack. Boah. Wie er noch lacht, wie er noch böse lacht, der Skin ist auch geil. Hat auch extra Voice Lines bekommen. Oh. Ja, schlau gemacht von ihm. Oh nee, gar keinen Bock auf sowas. Ah, oh, nee, jetzt campt er da drin irgendwo. Ich hasse sowas. Ah, nee, doch nicht. Ah, dieses Gadget hat er gehabt. Egal, ist okay, ist okay. Let's go. Rang 10, ist okay. Auf geht's. Wenn wir jetzt gewinnen, sind wir bei 300 Trophäen. Es läuft bisher, würde ich sagen, solide. Mal schauen. Ist er ein Gegner? Ist er kein Gegner? Nee, ist keiner. Ja, der ist nach oben gelaufen. Das heißt, wir können jetzt easy hitten da oben. Und schön nachlaufen. Ah, es ist schon tot gewesen. Egal. Ball kommt. Jetzt habe ich den Ball aus Versehen gepasst, aber ist okay. Haben den Kill. Sehr schön. Okay, ja. Ja, die Jackie will es jetzt auch echt wissen hier, ne? Wie denn jetzt? Hä? Jetzt willst du durch die Mitte. Ah, nee, nee. Okay, schon mal 2 Kills, aber irgendwie noch kein Tor leider nach 30 Sekunden. Den haben wir auch normalerweise. Yep. Nein, das war zu aggressiv. Jetzt holt er den Ball noch weg. Ich wollte nach vorne kommen, vielleicht. Nee, das ist noch eine Jackie. Das war ein Fehler. Sehen. Boah, irgendwie wieder ganz schön das Struggle hier gerade. Ich mach halt nicht so viel Damage leider als du. Oh, Maurice, schönes Terminal. Ah, schön Löcke gesehen. Nee, so nicht, hä? Easy. Nice, Double Kill. Da ist er, ach so, dann easy. Und jetzt. Hypercharge, keine Chance. Ja, let's go. Oh, oh Gott, ich hab mich hingeschaut. Ja, und noch Starspieler. 300 Trophäen, sehr geil. Ganz kurz, wir haben übel viele Sachen jetzt, die wir abholen können. Wir haben 57 Münzen. Ein Powerpunkt ist halt immer schon mal geil für die nächsten Push-Folgen. Dann haben wir nochmal Münzen im Trophäenpfad. Und hier haben wir... Oh, oh, lol. Okay, wir öffnen es gleich bei 500, okay? Konzentration. Wir sind in der entscheidenden Runde für 500 Trophäen. Ey, schon machbar, komm. 2 Cubes schon mal. Wir müssen Platz 1 werden für die 500. Oh, ja, bester Start, ne? Was soll man sagen? Direkt 4 Cubes. Wir müssen halt über außen gehen, leider. Können wir nicht anders machen. Müssen wir. Oh, hä, was? Das ist eine Falle, oder? Ich dachte, das wäre eine Falle. Wie kann die ganzen Kisten da noch sein? Hä? Wir kriegen einfach 6 Cubes free. Außen, ohne Risiko. Geil. Gar keinen Sinn. Ganz krass. Okay. In der Mitte scheint ein Frank zu sein. Das ist so, dass ich sehe. Mr. P eigentlich free kill, wenn wir nah genug rankommen. Oh, shit. Okay, lass auf jeden Fall den Frank fokussen. Mit 10 Cubes ist es auf jeden Fall nicht witzig. Ach komm, muss er jetzt ausgerechnet der Pinguin... Ah, da ist noch der Cube. So, also das Problem ist wirklich, wir können gegen Frank halt nicht so gut... nicht so gut rankommen. Das ist ohne Witz eigentlich nichts... Okay, er zeigt sich zum Glück. Und oh, die Mitte ist offen. Wisst ihr, wie lucky es ist, dass die ganze Mitte offen ist? Das ist insane für uns. Oh mein Gott. Ich will es nicht übertreiben, ist jetzt nicht komplett free oder so, aber es ist schon... Das ist schon echt krass jetzt eigentlich. So, backdashen. Das ist so free jetzt gewesen. Aufmachen, backdashen. Das war so lucky, dass die Mitte offen war, hä? Geil. Normalerweise übel schwer, übel campen können. Platz 1, 5er Trophäen geschafft. Wir kriegen 1600 Bling. Powerpunkte, wichtig. Frage ist, reichen die Chroma Credits für einen Brawler? Die könnte heute reichen, mal schauen. Erstmal die Credits. Dann sind wir schon mal auf 478, solide. Münzen, auch geil. Nochmal Münzen. Noch mehr Credits, wieder Powerpunkte, geil. Was, 1000 Gems und... Was fehlen uns noch? Ah, 400, okay, ist okay. Okay, wir kommen zu Knockout, auf geht's. Wir sind kurz vor 600 Trophäen. Und Knockout müsstest du eigentlich sogar ziemlich stark sein. Ich meine, wir können halt die Station auch hier gut nutzen. Jetzt haben wir halt alles Speed in dem Bereich. Das ist halt schon geil, ne? Jetzt können wir halt immer wieder hier die Pony auch angreifen. Nicht so aggressiv am besten. Der holt die erste Station schon mal raus. Wir setzen am besten direkt hier die zweite ein. Wir müssen halt schauen. Ich will halt ungern, dass er die jetzt wieder rausnimmt. Ah, yep. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Boah. Er hat auch den Kopf gestunt. Jetzt 1 gegen 1, das schaffen die normalerweise.
Kann nur Tobi folgen. Oh nein, er stirbt unten. Nee, er stirbt doch nicht. Ja, das schafft Tobi easy. Der wartet jetzt einfach ab, der macht gleich Ult. Jetzt. Oh, yes. Ah, ist halt krass. Locker 2 gegen 3 gewonnen. Das war echt stark. Dann setzen wir das Gadget jetzt diesmal ein bisschen weiter hier hin, würde ich sagen. Das ist eh gut. Da kann Tick auch nicht so leicht rankommen. Nice, der war zu aggressiv. Sehr schön. Wichtig. Tobi geht rein. Haben wir auch. Das war schön jetzt. Das war wirklich schön. Zack. Oh, das war ein bisschen... Ja, nee, war gut. Das war gut. 2-0, Knockout gewonnen und damit gehen wir in den nächsten Modus. Wir haben eh nicht so viele. Mal schauen. Eliminierung haben wir dafür. Shooting Star. Oh. Yeah. Wir kommen zu Eliminierung. Das ist echt etwas random, sage ich ehrlich, aber... Ja, wir schaffen das schon. Ist das ein Schatten? Ja, ich wollte schon sagen. Okay, da ist Leon schon mal. Ja, ist schon mal getroffen. Ja, die Piper campt halt so eklig, ne? Das ist halt echt nicht so geil. Nice! Schön rausgenommen, schön gebaitet so ein bisschen auch. Ich wollte gerade sagen, ihn können wir eigentlich easy reinbaiten. Zweiter Kill, sehr schön. Oh, Tobi ist gestorben oben leider, aber egal. Erster Kill wieder. Vor allem halt die Station immer setzen, sobald wir die haben, ist super wichtig, dass wir die wieder kriegen. Wieder hier schon hinsetzen. Ich wollte gerade sagen, da kommt der. Oh, okay, ja, easy. Hat er wieder gestorben. Oh, oh, da war der lange Dash sehr wichtig. Glück gehabt. Das ist lost von ihr. Das. Das sieht sehr gut für uns aus. Wir haben keinen Heal, nicht vergessen, aber dafür halt diesen Dash. Oh. Ja. Muss echt aufpassen. Nice. Ja, der Speed ist halt krass. 8-3 jetzt. Kann halt nicht mehr healen, das ist ungewohnt. Jetzt, nachdem wir die ganze Zeit den Heal hatten. Ein Takedown. So, zack. Und damit haben wir auch Eliminierung geschafft und wir sind schon bei fast 600 Trophäen. Das ist halt schon krass. Oh, und wir haben die nächste Mastery ja nochmal geschafft. Das bedeutet, wir kriegen nochmal 75 Credits und Münzen. Okay, 2 Stunden, jetzt die entscheidende Runde für 600 Trophäen. Muss ich nicht eigentlich Mitte gehen oder kann ich? Ich weiß, der kann wahrscheinlich auch ganz gut gehen, schätze ich mal. Oh, hier Dynamite einfach, hey, wie geil. Das ist eigentlich easy, den können wir so gut überrennen. Ich habe außerdem nur die falsche Star Power mitgenommen, egal. Schon mal auf. Nice. 1-0. Ja, ich habe die falche Star Power jetzt. Müssen wir immer gleich changen. Okay, ein Tor. Ja, das schaffen wir. Wir haben jetzt halt einen übel langen Dash. Ist eigentlich sogar ganz geil gegen die, oder? Ich weiß nicht. Ich will jetzt hier Dynamike. Das wird jetzt ja viel zu weit vom Dash. Wow. Das ist ja echt krank. Okay, vielleicht ist der längere Dash ist halt auch... Ist halt beides geil, ne? Ich glaube, ich sollte echt vielleicht diesen längeren Dash nehmen. 600 Trophäen erreicht. Nice, schieß, schieß, let's go, let's go. Wie trainiert man in Power League, dass man, nice. Dass man seinen Freunden Bescheid sagt, die auch so hoch ist in Power League. Und oh, wir kriegen noch Credits. 200. Puh. Okay, wir gehen rein in die entscheidende Phase in Duo Showdown. 22 Trophäen fehlen uns. Im besten Fall wären es 3 Games. Wir hatten zwischendrin eine kurze Pause, also nicht über die Zeit wundern. Und das ist sehr gut. Ja, wobei, ja, geht so. Aber solange ich einen Cube schon mal kriege, ist okay. Das ist okay. Ein Cube schon mal, Tobi ist in der Mitte. Ja. Bist du klar? Ich bin da. Ich bin ja, da, ja, ich komme klar. Okay, ich schieße ein bisschen hier rein. Und Dynamite. Oh, nice. Übel gut. Nein, ich wollte gerade dashen. Ich bin so dumm. Oh, ich habe überlebt, hä? Den ganzen Cubes wahrscheinlich. Dynamite hat Ulti. Ja. Oh, da hat zum Glück, dass er hier überlebt. Oder ja, auch nicht, sehr schön. Das ist ein Kill. Nice. Das ist so gut jetzt. Oh, es war gut. Es war zu viel. Hey, egal, guck mal, das ist 11. Oh nein, 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 das ist das. Ein Hank, okay, alles gut. Ey, das wäre so dumm jetzt gewesen, wenn das jetzt irgendwie eine Shelly oder so gewesen wäre. Okay, 5 Sekunden. Killen am besten schneller, das ist ein Sweet Spot auf der Mage, okay. Chill. Ja, man weiß es ja nicht. Oh, aktiviert. Ja, guck mal, das 12 Cubes, sollten lieber von dir fernbleiben. Ja, hab ich auch scharf gesehen, ja, ja. Okay, ich hab Ult. Ja, mit dem natürlich ist es schwierig. Da ist halt irgendwo der Surge halt drin, das ist halt nicht so geil. Ja, er hat mich mit 2 Schüssen. Mann, warum fokust er mich so? Ha. Eigentlich müssen wir jetzt nur irgendwie... Schön, 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 schön. Ja, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Ah, okay, ich beschütze dich ein bisschen. Das war knapp. Top 2, sehr gut, erste Runde geschafft. Let's go. Sehr schön. Da oben ist ein Edgar. Ah, da ist ein Bro. Let's go, let's go. Zeig, was du kannst, Jonas. Nix. Ja, ging. Sehr schön. Erste geile Runde. Let's go. Richtig. Okay. 17 Trophäen. Nee, 13 Trophäen.
Das heißt, zweimal Zweiter würde reichen sogar. Okay, komm, zwei Siege. Ich gehe außen. Achso, ja, auch, okay. Ja, zwei. Ja, gut, kurzer Reflex. Ja, zwei Cubes sind schon mal geil zum Start, das ist immer richtig gut. Ist das gut bei dir? Ja. Drei Cubes. Ich wollte helfen, aber es geht nicht. Das sind Stu und Search. Mortis und Search da drin. Ja, nein, Stu hat mich geistern gepusht. Aber ich überlebe ganz knapp. Oh. Der Stu ist wieder back gewesen in der Sekunde. Oh je. Ich komm zu dir. Ja, geht eigentlich. Die können eigentlich wenig machen jetzt. Ich erlebe jetzt aber ein Search. Pass auf, Search Mortis ist das Team. Ja, ich weiß. Achso, ich bin hier. Ja, Search halt eklig. Der Mortis. Wenn der Search jumpt, das ist gut für uns. Wir müssen irgendwie den Jump baiten. Oh Gott, war das krass. Oh, Yoda ist sehr stark. Nee, war schlecht, ich bin übel reingedeckt. Egal, du hast überlebt. Das ist das Wichtigste. Ja, das stimmt. Okay, 6 Cubes ist beide, sehr gut. Ja, komm ich mal einfach auf, der Bock. Sehr nice. 7 Cubes, komm. Das haben wir eigentlich eine gute Ausgangslage. Wir müssen aufpassen wegen Shelly und so weiter. Ja. Boah, es sind noch 3 Teams, die zeigen sich alle nicht. Ja. Irgendwo muss noch ein Team. Was? Ja, wo verstecken die sich? Ich hab's da. Ist einer hinter dir? Oh yes, let's Double go. Kill, let's go, Top 3 Kill. Let's go. Also aber das Team in der Mitte rausgenommen. Wo sind die denn alle? Yo, guck mal unten ab, wenn du oben. Ja. Ah, okay, da ist einer. Wo? Da unten. Das ist dieses eine Team. Ah, ne, das ist nur einer. Ah, das sind beide gewesen. Okay, einer, irgendwo muss noch einer chillen. Ich bin mal hinter dir. Zusammenbleiben ja. Ein bisschen. Wo chillen die denn? Ah, da, oh. Okay. Übel aus den Runden, aber wir haben es. 57. 1 vor 57, so rum. Let's go, cheese. Okay, damit sind wir bei 746. Silber kann ich auch noch gleich abholen. Wir gehen rein. Die letzte. Entscheidende Runde für 750. Oh Gott, oh Gott. Schau, dass du safe bist. Ja. Irgendwie ist da direkt ein Search bei mir. Der macht direkt 2 Cubes. Junge, warum kriegen die so viele Cubes? Das ist wieder so dumm. Ne, Ems kann ich wenig machen. So riskant. Wir draufgehen können. Ne, ist zu zweit. Ich hab ganz viele Cubes. Nice, das ist, ich seh's. Wird hier ziemlich leider angegriffen von denen. Okay. Wir pushen die dich. Ja, aber die sind ziemlich schlecht, ich wollte gerade sagen. Also beide? Ja. Das war so verdient, die waren echt nicht gut. Ja, ist in der Mitte Busch? Sollte keiner sein, auch wenn in der Mitte jemand ist. Wir haben 8 Cubes, keine Ahnung, das Team gerade so viele Cubes haben. Sehr gut. Oh, die fighten. Ja, okay. Ah, die beschützt leider. Leider erfolgreich. Okay, ich komme. Ja, ist eigentlich easy jetzt. Guck mal, 8 Cubes. Wollen die machen? So, zack. Yo, let's go! So, hier nochmal Edgar. Nice. Let's go. Ah, der letzte nochmal. Warte, ich muss kurz überleben. Nice. Ja. Jeez, sehr, sehr geil. Ja, 3 Stunden, 57 Trophäen. Oh, es war jetzt mal sehr clean am Ende, die 3 Runden. Da haben wir es nochmal. Und damit sehen wir es nochmal. 755. 8600, fast die nächste Stufe. Glückwunsch. Danke. GG's nochmal auch an dich. Kein Angebot. Wir kriegen die Master noch mal Sekunde. Die wollen wir jetzt gerade mal ab. Silber, Powerpumpe, wir sehr geil. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Hier kommt ihr noch zum Abschluss zu den letzten Videos. Und ja, war ein geiler Push. Haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.